Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Okami HD. Wir sind hier immer noch in der Stadt Cyan unterwegs und ja, erfüllen hier eine Nebenaufgabe nach der anderen. Ja, momentan versuche ich mich hier als Kimono-Designer. Und ja, meine nächste Aufgabe, die ich ja jetzt hier vorhabe, ist ja natürlich ein neues Design zu entwerfen. Oh, da bist du. Du bist wieder da, weißes Hündchen. Ich habe gehofft, dass du wiederkommst und mir bei meinem noch so besseren Design hilfst. Deshalb habe ich mich an der Design-Psychografie versucht, sozusagen. Ja, schön für dich. Aber es scheint nicht mehr zu klappen. Ich weiß, du könntest mir wieder mit deinen Pfoten helfen. Mal sehen, vielleicht hilft es ja. Vielleicht brauchst du es ein wenig deiner Leidenschaft gemixt mit meinem eigenen Willen. Okay, lass uns gleich anfangen. Sieh genau auf den Kimono an. Dein Kopf wird bestimmt vor Inspiration überquellen. Okay, ich weiß ja, was ich malen muss, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt so hinkriege. Ich glaube nicht, dass das ist, was ich machen wollte. Ja, ja, das ist es. Hier ist es. Meine Vision in ihrem Einglanz. Eine exquisite Textur und ein weiteres Originalsein. Okay, das war versaut. Wir wollen bei weiteren Design helfen. Okay, bist du bereit? Sieh genau auf den Kimono. Ah, oh, da muss ich jetzt mal überlegen. Okay, ich glaube, ich hab's. Ja, okay, ich habe vielleicht jetzt die Idee, wie ich es zeichnen kann. Kommt aber nicht so auf das, was ich jetzt hier vorhabe. Obwohl, es wurde ja auch gesagt, also es besteht ja eigentlich aus vier Kreisen, aber ich soll ja eigentlich ja immer hier einen ganzen Strich daraus machen. Ja, das sieht aber nicht so gut aus. Nee, warte, ich gehe noch mal kurz raus und quatsch noch einmal dieses Mädel da an, das jetzt diese Mode-Expertin ist. Vielleicht kann ich mir da noch mal so das genaue Bild anschauen, wie jetzt eigentlich überhaupt diese Zeichnung gemacht werden muss. So, dass ich dann eigentlich auch vielleicht herausfinde, wie jetzt eigentlich die Strichabfolge aussieht. Hoffentlich hilft's ja. Okay, zuhören. Ja, ich mag vielleicht nicht so aussehen, aber gut, ich weiß, wir wissen Bescheid. Okay. Da muss ich nochmal genau hinschauen. So, das Strich. Okay, so wie es aussieht, ist das kein durchgehender Strich. Ne, ich guck's mir nochmal genau an. Also es ist immer schwierig, sich das so schnell zu merken. Das bleibt ja nur für ein paar Sekunden drauf. Aha. Noch einmal. Ja gut, ich würde mal sagen, es sind nur zwei Achten. Naja. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das wirklich so korrekt ist, aber ich mach's einfach mal. Dann geht's mal los. Ja, ja, wir wissen Bescheid. Wir wollen ein weiteres Design machen. Und das ist nicht gerade einfach, muss ich das sagen. Ich bin jetzt noch nicht so sicher, ob das jetzt soweit stimmt, aber ich tue es einfach mal. Also vier Ringe. Ja, ja, das ist es. Exklusive Textur und ein weiteres. Ja, dieses Muster scheint beinahe so, als könnte es etwas bewirken. Du zeigst große Fähigkeiten bei dieser Sache, Freund. Alles klar, es ist also jetzt doch nicht so wichtig, dass ich jetzt hier immer nur eine einzige korrekte Linie jetzt eigentlich ja nur hier zeichne. Das heißt also, ich kann auch mal zwischendurch den Pinsel ruhig absetzen. Das ist gut zu wissen. Ja. Dann wollen wir doch mal schauen. Also holen wir uns mal jetzt hier unsere nächste Inspiration ab. Tag auch. Sieh nur, Hündchen. Ist das nicht nett? Das ist mein neuestes Design, das Glücksmuster. Um selber glücklich zu sein, muss man erst andere glücklich machen. Das stimmt allerdings.
Gut, und hast du was? Ja, ich mag vielleicht nicht so aussehen, aber ich kenne mich mit Mode aus. Ich weiß immer, welches Design der nächste große Hit wird. Hm, ich frage mich, was es diesmal werden wird. Und es ist... Okay. So, okay, ich glaube, ich habe es raus, wie es gezeichnet werden soll. Ein bestimmtes Symbol. Okay, ich hoffe mal, ich kann mir das jetzt auch merken. Mann. So, dann wollen wir mal loslegen. Tag, da bist du wieder, Hündchen. Und ich hatte gehofft, dass du wieder kommst und mir bei meinen besseren Designs. Okay, alles klar, wir wissen Bescheid. Psychografie und so weiter. Ja, kennen wir alles. Und jetzt lass mich endlich malen! Mein Gott! Ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Okay, das hat noch nicht so ganz gestimmt. Dann also noch einmal weiter. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Diesmal mache ich ein bisschen breitere Striche. Und auch nicht so weit voneinander liegende. Okay, das sollte es jetzt sein. Ja, ja, das ist es. Hier, meine Vision, eine exquisite Textur und ein weiteres Objekt. Dieses Muster scheint beinahe so, als könnte es etwas bewirken. Du zeigst große Fähigkeiten bei dieser Sache, Freund. Alles klar, wir haben es geschafft. Das war also das Symbol. Ja, jetzt soll ich also auch noch sowas zeichnen. Na, interessant. Naja, gut, warum eigentlich nicht? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, richtig, ich muss ja wieder zurück zu der Kleinen. Oh, und die Nacht bricht ja auch schon so allmählich wieder ran. Das heißt also, endlich kann ich ja mich mal darum kümmern, diesen dreisten Dieb einzufangen. Und wenn ich das ja jetzt dann endlich abgeschlossen habe, würde ich mal sagen, es ist dann an der Zeit, dass ich mich mal um die Monsterliste kümmere, die ich ja auch letztens erhalten habe. Sieh nur, Hündchen, das ist ganz schön gewagt, oder was denkst du? Das ist mein neuestes Design, der Buchstabe, der die Götter repräsentiert. Dieser Buchstabe kann dich vor unheimlichen Monstern beschützen. Aber meine Mama sagte, dass alle Götter schon seit Ewigkeiten gestorben sind. Vielleicht sind die Monster deswegen immer so böse. Tja, wer weiß. Danke, dass du mir mal meine Bilder anschauen kommst, Hündchen. Magst du auch die Malerei? In diesem Fall gebe ich dir das hier als Zeichen unserer Freundschaft. Erhalten eine verstreute Perle! Oh yeah! Bilder haben eine besondere Macht, findest du nicht? Ich möchte noch viel mehr Bilder malen, die die Menschen glücklich machen. La la la, mal macht so einen Spaß. Ja, ist das nicht toll? Gut, wir sind hier also fertig. Also mit Kimono Designs müssen wir uns jetzt hier also nicht mehr rumärgern. Und jetzt, wo das Zeichen der Göttin hier eigentlich ja überall an den Wänden von Cyan gemalt wurde, ja, ist die Stadt vielleicht sogar auch ein bisschen sicher vor den Monstern. Na, mal sehen. Also gut, jetzt haben wir ja erstmal hier alle Lichter an, also kann ich ja jetzt anfangen, mit denen hier zu reden. Seht ihr nur, unglaublich, die Götter müssen meinen Flehen erhört haben. Die großen Laternen haben plötzlich angefangen zu leuchten. Das muss ein Zeichen des Himmels sein. Die Götter sagen mir, dass ich Hayatsu fangen soll. Er mag mit seinen Verbrechen bis jetzt in der Dunkelheit davongekommen sein, aber jetzt kann er sich nirgendwo mehr verstecken bei all dem Licht. Er muss sich irgendwo in der Nähe versteckt haben. Jetzt muss ich einfach auf der Lauer liegen, bis er auftaucht. Hm. Entschuldigung. Tja, jetzt ist nur die Frage, wo kann er stecken? Ah! Ich hab's doch gewusst. Du hast mich gefunden, nicht schlecht, Kumpel. Gar nicht schlecht. Darf ich mich selbst vorstellen? Mein Name ist Hayatsu, Herr der Diebe. Ich wurde geboren, um ein Taschendieb zu sein. Man sagt, dass ich sogar die Taschen der Hebamme ausgerollt hätte bei meiner Geburt. Sehr erfreut, deine Bekanntschaft zu machen. Ja, freut mich auch. Meister der Diebe, Hayatsu. Meister der Diebe? Das ist richtig, aber Taschen leer zu räumen ist nicht meine einzige Fähigkeit, weißt du? Ich kann auch schnell rennen, sogar schneller als ein Wolf. Hä? Du willst also sagen, dass du es mit uns aufnehmen kannst? Du magst vielleicht ein Meisterdieb sein, aber das Fellknäuel hier ist ein Meister im Fangen.
Ganz egal, wer es ist, dieser pätzige Finger kriegt sie alle. Ganz besonders kleine Liebe wie dich. Du glaubst, du kannst dir was von mir holen? Niemand kann es mit meinem Abgang aufnehmen. Das hat bis jetzt noch nie jemand und wird auch nie jemand. Leg dich nicht mit mir an und du wirst meinen Staub fressen. Willst du es mit mir aufnehmen? Nun, du bist schon so gut wie erledigt, Hayato. Es gibt kein Entkommen, wenn Amy sich erstmal an die Fersen eines Opfers gehängt hat. Komm schon, probier's doch. Du bist doch keine Herausforderung für Hayato, Herr der Diebe. Erst einen, dann zwei, hol sie dir in der richtigen Reihenfolge. Ich teile mich auf und verschwinde in einer Staubwolke. Eins und zwei. Okay, ich weiß ja schon Bescheid. So, ich muss den ersten treffen, den linken, und das hat mir auch schon so eine Symbolvorgabe gezeigt. So, dann machen wir erstmal das hier. Und dann eben halt noch einen Schlitzer. Jetzt habe ich dich. Haha, gefangen. Hey. Verdammt nochmal! Ah, was haben wir hier? Eine. Das sieht nach einer Uhr aus. Eine Glasuhr. Gut, ich glaube, ich weiß ja, wem ich sie geben kann. Na, so was sagt man denn dazu? Ja, soweit ich weiß, gehört sie ja dir hier, oder? Hey, Billy. Hä? Ach, du bist das Hund. Hey, was hast du denn da? Das wird doch nicht etwa meine wertvolle Glasuhr sein. Gib ihm die Glasuhr. Hey, wie um alles in der Welt hast du sie von Hayato zurückbekommen? Du wirst so eine Art Wunder bewirkt haben. Naja, so in der Art. Ja, aber das wird wohl noch nicht alles sein. Ups. Okay, er ist nicht hier. Der wird sich wahrscheinlich wohl dieses Mal woanders versteckt haben. Und da habe ich ihn ja auch schon. Hehehehe. Glücklich, weil du die Sachen zurück hast. Glücklich, weil du die Sachen zurück hast? Nun, du hast noch nicht alles gesehen. Mein Abgang kann nicht geschlagen werden. Erst einen, dann zwei. Hol sie dir in der richtigen Reihenfolge. Ich teile mich auf und verschwinde in einer Staubwolke. Ja, okay, jetzt sind es dann drei. Also erster ist Feuer. Zweiter ist Wasser. Dritter ist der Schlitzer. Und let's go. Ja, wie kann der eigentlich überhaupt dann so in der Luft laufen? Verdammt, wo ist er jetzt? Ich habe ihn verloren. Scheiße. Ah nein, da ist er. Los, komm schon. Hinten. Jetzt habe ich ihn. Ah, verdammt, aber ich kriege, glaube ich, nicht mehr. Wo ist er hin? Jetzt ist er weg. Ah nein, da hinten. Ach, der rennt über den gesamten Bereich hier. So, jetzt habe ich meine Chance. So. Warte mal, ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Ach, da hinten. So, jetzt habe ich Wasser. Okay, aber wo ist er jetzt hin? Oh. Shit, ich habe ihn verloren. Das war's. Mist.
Nun, ich bin, du hast beeindruckende Fähigkeiten, aber nicht beeindruckend genug, um Hayato, Herr der Diebe, zu besiegen. Leg dich nicht mit mir an und du wirst meinen Staub fressen. Naja, kapiert? Ja, okay, wir haben es kapiert. Oh, das ist ja auch blöd. Der ist aber echt, den habe ich echt für einen kurzen Moment aus den Augen verloren, als ich ja im Wasser gelandet bin. Das ist ja echt super. Na toll, und jetzt? Ja gut, jetzt kann ich ja momentan hier nichts machen. Also der Typ taucht ja, wie gesagt, eigentlich immer nachts auf. Deswegen kann ich da ja momentan nicht viel machen. Außer jetzt vielleicht natürlich wieder die Nacht hereinbrechen lassen. Das ist ja natürlich das, was ich jetzt eigentlich auf jeden Fall machen sollte. Also noch einmal. So, und ich hoffe mal, du bist jetzt wieder da drinne. Ja, ist er. Ja, hol sie dir in der richtigen Reihenfolge. Okay, das schaffen wir dieses Mal auch. Eins, zwei und der dritte hier. So, Feuer. Auf den ersten. So, Wasser auf den zweiten. Und erwischt. Und los her mit dem Zeug. Was hast du da? Wie hast du das gemacht? Hey, okay. Was ist das hier? Das sind... Ich würde mal sagen, das sind Meleeklöße. Ja, also weiß ich ja, wie ich sie geben kann. Allerdings, scheint er wohl nachts nicht hier zu sein. Und, was bist du für einer? Hey, habe ich recht mit der Annahme, dass du mich sehen kannst? Von allen Dingen. Also wurde der geisterhafte Raiden endlich von einem lebendigen Wesen entdeckt. Und es stellt sich heraus, dass es ein süßes kleines Hündchen ist. Interessant. Blitzgeist Raiden. Warum starrst du mich so an? Okay, ich habe also keine Beine. Aber das ist das nicht normal für einen Geist in Nippon? Ich wurde von einem Blitzschlag getötet, weißt du? Es ist toll, ich habe nie Hunger und bin noch nie müde. Es ist die ganze Zeit nur Spaß. Es gibt nur ein Problem. Was für ein Problem? Ich habe festgestellt, dass es nicht immer einfach ist, ein Geist zu sein. Ich meine, eigentlich kann es schon ein bisschen langweilig sein, jeden Tag nur herumzuschweben. Und da mich niemand sehen kann, ist es auch ganz schön einsam. Aber trotzdem macht es die meiste Zeit doch Spaß. Ich sollte in der Lage sein, meine unheimlichen Kräfte zu nutzen. Ja, der Typ ist ja aus Blitzen, das heißt also, ich kann ihn eigentlich ja als Energiequelle verwenden, um eben halt... Ja, hier ein paar interessante Spielchen damit zu treiben. Gut, ich habe ja die Meleeklöße, das heißt also, ich muss ja wahrscheinlich sowieso erstmal wieder hier den Tag anbrechen lassen. So, und ich kann hoffen, ja gut, die Klöße habe ich dann immer noch bei mir. So, und da ist ja der Affe. Tag, Kleiner. Gegeben, Meleeklöße. Hey, meine Meleeklöße, wo hast du sie gefunden? Danke, dass du sie mir wiedergebracht hast, anstatt sie zu fressen. Kein Problem. Tja, ich habe gespielt, dass ich ein Held bin, der gegen Monster auf der Uni-Insel kämpft. Warum willst du nicht mitspielen? Mir ist egal, dass du nur ein Hund bist. Hätte ja sein, ich werde dir die Meleeklöße meiner Oma geben. Dann spielst du mit mir, stimmt's? Hier, für dich. Verbraucht Meleeklöße. Klöße werden zur Läuterung genutzt. Füllt den Magen. Okay. Möchtest du mehr? Hier für dich. Boah, so viele Meleeklöße. Hey, warte mal. Mehr habe ich nicht. Eigentlich hat jemand schon die gemeinen Dämonen aus der Uninsel besiegt. Also muss ich mir vielleicht ein neues Spiel einfallen lassen. Ach so, schade. Ich dachte jetzt, könnte ich mir hier quasi unendlich Meleeklöße holen. Schade. Hätte wahrscheinlich auch noch ordentlich Geld eingebracht. Aber naja, was soll's. Oh. Bei der Verfolgung von diesem verdammten Hayato habe ich versehentlich einen der Bäume hier kahl geschlagen oder so. Na, ist egal. Gut, dann geht's mal weiter. Wir haben noch ein wenig zu tun. Ich will jetzt auch nämlich ja die dritte Herausforderung meistern, obwohl... Ich schaue schon gerade wieder auf die Uhr. Freunde, ja, das war's dann heute mal wieder hier mit Okami HD. Im nächsten Part, dann werden wir nochmal versuchen,
noch mehr Diebesbeute von Hayatsu wieder zurückzuholen. Also ein paar Sachen fehlen ja noch, unter anderem ja diese Tao-Maske. Und ich glaube wahrscheinlich noch mindestens ein weiterer Gegenstand. Also irgendwer wurde, genau, eine Chrysanthen-Haarnadel oder so, wie das hieß. Ja, und das werden wir alles dann, wie gesagt, im nächsten Part zurückholen. Also wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!